Willkommen zurück, Worldwide Tube World mit Fresh Fries. Hallo, 10 Minuten Challenge. Wir müssen hier wahrscheinlich ein Worldwide aus der Tube fahren. Gucken wir mal, wo hier die Auffahrt links ist. Links fährt man auf. Er blockt richtig. Wir blocken, Alter. Es regnet, man merkt's. Nee, es hat geregnet. Okay, fuck. Ja? Wo kommt man hier raus? Okay. Da nicht. Ich häng genau in dem Schlitz, Alter. Schade. Na, nächster Versuch. Überdreh doch nicht so. Was? Er hat einfach nur einen Tube gebaut, ganz hoch, und das ist die Map, oder was? Wahrscheinlich, ja. Ist natürlich auch eine geile Idee. Ah, ich hab's verkackt. Nein! Oh, come on! Ja, was denn? Ach, hier gibt's sogar Checkpoints, Alter. Ach so, da muss man sogar einen Punkt einnehmen. Versuche ich das doch noch zu tun. Schade, ich dachte, man könnte direkt durchfahren. Aber man muss hier jedes Mal KK einsammeln. LOL! Was ist los, Mann? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Also lass mich bitte in Frieden. Ich doch auch nicht. Wahrscheinlich einfach auf die nächste Plattform oben. Nein! Okay. Natürlich wegen auf mein Auto hängt. Ach, du bist das gar nicht gewesen, Alter. Doch, ich bin hier zu Fuß gefahren und dann. Zu Fuß gefahren? Nein, ich bin hier gefahren und dann habe ich mein Auto irgendwo einfach abgestellt. So, den Punkt habe ich. Zack. Was? Ich bin nur Zweiter? Paco hat schon? Richtiger Hacker. Hio fährt direkt an dem Volvo. Okay. Hat er den Punkt hier oben aber irgendwie eingesammelt? Richtiger Lacker. Ach komm, da hätte ich auch weiterfahren können. Machst du es nicht? Aber wer ist denn hier noch pink? Ich? Ich bin hier bei dir. Bitte, bitte. Nico, wie lange kennen wir uns jetzt? Mindestens 800 GTA-Folgen lang, wenn nicht sogar länger. Und wie oft habe ich mir so eine Chance entgehen lassen? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Es wäre auf jeden Fall an einer Hand abzuzählen. Warum mache ich das überhaupt nicht? Ja, das fragen sich viele. Eigentlich sollte ich den Triple D machen. Wobei, zu der Zeit, wo Triple D noch war, war es schon extrem. Da war es teilweise echt extrem. Hable hat er halt immer übertrieben. Echt? Hable? Hable hat da. Eine Folge hat ihn richtig zum Merchen. Weiß ich nicht. Ja, aber jetzt ist es gerade ein bisschen langweilig hier. Also nein, kommt nicht wirklich irgendwas, wo man was Krasses machen muss. Im Kreis fahren. Und da vorne ist eigentlich schon gleich das Ziel fast. Plattform abfahren. Ich habe einen Punkt vergessen. Schade. Da lag eine Annäherungsmine, Paco. Muss man jetzt hier wieder den Weg zurück, oder wie? Ey, ganz ehrlich, ist voll behindert hier im Kreis fahren. You wall ride, weißt du? Du siehst nur so Betonplatten die ganze Zeit. Muss man den wieder zurück?
Was kommst du mir jetzt entgegen? Oder? Nö! Ich werde explodieren, oder? Nein, aber hier liegen Annäherungsminen, ihr dreckigen Penner. Von mir ist der Kölne. Kannst gerne reinfahren, um es zu testen. Mach ich. Und? Paco. Und hier sind noch mehr. Auch Paco, auch Paco. Paco. Und das war's mit der Map. Leute, wir sehen uns bei der nächsten Map. Und willkommen zurück. Impossible Warlord. Very hard. Mhm. Schauen wir mal, wie hart es wirklich wird, Freunde. So, ersten Punkt habe ich, easy. Nice. Richtiger Lügner, der Map-Ersteller ist auf Very Hard. Leute! Oh, ich werde als einziger richtig so rausgeschossen. Mega weggeprügelt. Nice. Was er schreibt dann noch währenddessen? Was ist? Ja? Paco. Ich falle hier runter. Liegt doch jetzt eh alles voll mit Annäherung. Gute Idee. Hier fehlt der Beste. Weiter. Also ich bin aber direkt an Pacos Arsch und er verkackt gerade. Erster. Nein! Einmal durfte ich mir erlauben. Meinst du? Ja. Ich bin jetzt schon wieder im Fenster, glaube ich, aufgemacht. Hm. Oh Scheiße, ich bin wieder verkackt. Ich mach die Schildkröte. Also Very Hard ist noch nicht so, aber wer weiß, was noch kommt. Ja gar nicht, oder? Bist du gerade noch am Hochfahren hier? Nee. Bin jetzt hier weg gerade. Lol, okay. Da lag eine Annäherungsmine! Hiro will leiden, Freunde. Hiro will gar nichts. Direkt vierter. Er ist schon im Ziel? Nee. Hä? Suche hier. Hier lag noch eine! Alter, das war's. Du hast noch eine? Das ist sehr gut hier. Ich hab noch was gelegt, das könnte das wieder ausgleichen. Bist du echt im Ziel? Ich bin im Ziel. Was für Impossible Wall irgendwas. Paco, Alter, was machst du da in die scheiß Röhre? Paco hat nicht die Röhre genommen? Nee. Nicht beim ersten Versuch aber auch, ne? Er versucht in den Pool zu jumpen, wo kein Wasser drin ist. Schade. Hopp, hopp, hopp. Oh! Nein! Atomic hat auch eine gelegt! Paco will einfach die Röhre nicht nehmen, Alter. Was ist los bei ihm? Wird tausendmal schneller. Er hat noch eine gelegt, hat noch Prolater noch eine. Oh, ich hatte schon die Hoffnung, ich überhole Atomic dank deiner Annäherung. Hab ich ihn getroffen, oder? Ja, ja. Also. Warte. Drei. Richtiger Impossible Warlord, Freunde. Wir sehen uns bei der nächsten Map. Und willkommen bei der nächsten Map. Supra Parkour. Vielleicht hätten wir den Supra nehmen sollen. Aber Jester war vor Ort. Ich weiß gar nicht, was ich genommen habe. Ich habe irgendwas anderes. Hä? Verwandlungsrennen? Hä? Haben wir den Supra? Ja, wir haben. Ich habe auf jeden Fall nicht die, die ich gewählt habe. Ich glaube ich auch nicht. Aber hier vorne ist direkt ein. Alter, wie sie mich blocken. Okay. Das könnte tricky werden. Oh, wie sie hier falsch rumkommen. Ja, ist so. Oh, Mr. Atomic, mach Platz, Alter. Was
du irgendeinen anderen Weg gefunden? Nein, ich nehme nur Anlauf, damit ich das... Hä, du kannst doch so rumfahren. Ja, ich hab's aber nicht geschafft. LOL! Er blockt mich, der Tommy. Ich wollte nur auffahren. Oh, und LOL! Leute, verschwindet doch wieder. Ich bin direkt respawned. Jetzt fahrt ihr auf. Leute, du ballerst irgendwen darüber. Ich hab's nicht geschafft. Oh, ich hab's! Als einziger. Panto! Nice. Soll ich dir was verraten? Oh, viel zu weit. Viel zu weit. Getunter Panther, Junge. Getunter Panther. Ich schaff's wieder nicht. Warum nicht? Ja, zu früh raus. Jetzt bin ich alleine hier, jetzt werde ich auch nicht. Haben die anderen das schon? Alle haben's. Alle. Hä, keiner hat's. Doch. Oh. Atomic Ey, ich flieg schon wieder Park weit. Aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich rausspringen muss, Mann. Früher scheinbar. Ne, irgendwer ist hier noch. Paco. Ah, was mach ich da? Der lenkt irgendwie so mega nach rechts. Der fliegt auch zu weit. Probieren wir es mal so. Ich komme halt auch irgendwie voll nach rechts immer. Schade, hätte ja klar, dass man nicht aussteigen kann. Jetzt bin ich aber alleine hier. Oh, finally. What the fuck? Er respawnt halt nicht. Hä, und von hier kann man es nicht schaffen, oder was? Nein, kann man nicht. Wieso das denn? Nein, fast. Das versuchen wir dann nochmal. Kick mich halt nicht. Die rast schon wieder los. Er muss halt schneller fahren. Mach ich hier, Mann. Okay, ich respawn einfach mal. Und dann ist er aber schon durch, oder? Ich bin ganz am Ende. Paco hat schon. Ist der Tomic blockt hier alles? Ja, der fährt halt richtig Schneckentempo. Und da meint er, kick mich halt nicht. Schnecki die Schneck, weißt du? Ja, ich fahr halt irgendwie mit dem Schneckenkopf hinter mir. Ramm ihn einfach. Lol. Das ist dein Ernst? Weißt du? Ich will ihn nicht rammen. Nur ein bisschen lahm hier, ne? Mr. Atomic. Kommt halt übelst nicht drauf klar, da zu fahren, so richtig. Aber er wird schneller langsam. Ja, doch nicht. War Wunschdenken. Alter, ich hab fast gerammt. Meine Lieder vorbei. Schafft man es vorwärts nicht oder was? Ne, da schafft man es von. Lo! Okay, die weißt du, bei dir schreibt der Three Hero bin Anfänger, bei mir schreibt er. Ja, weil du direkt ausrastest. Ja, wenn er so langsam fährt. Ich bin kein Samariter. Lol.
Lol. So, ja, nächsten Punkt haben. Nee, kann man nicht. Forward! Lol, Packer, gib Gas, ich überhole dich hier gleich. Nein, ich fall runter. Ich denke, du überholst ihn. Ich fall runter. Er ist auch rausgeflogen. Nein, ich hab's auch. Mies, mies, mies. Der fällt wieder runter. Ah, was mach ich da? Boah, die Karre kommt hier aber echt ins Schwanken. Warum? Du musst halt immer gerade lenken, relativ, wenn geht das. Ja, da muss ich ja fast jedes Mal wieder ausrichten. Und auch ab und zu, ja, mal ausrichten. Aber jetzt habe ich gerade voll den Run. Er hat mich kurz vorher auch. Ah, genau, das Ding. Hat er es denn geschafft? Nee, er ist auch rausgeflogen. Schade. Bitte nicht wieder kurz vorher, Leute. Nein! Ich bin kurz vorher. Was? Muss man hier raten, welche man nehmen muss oder was? Ach so, das ist natürlich eine Vorausschiebe. Ivo muss den rechten Weg finden, ne? Er ist vom Weg abgekommen, glaube ich. Was laberst du, Alter? Machst jetzt einen auf Christ, oder was? Ja. Du wirst es gleich irgendwann vielleicht verstehen. Meine Anekdote. So ein einfacher Punkt, Alter, ne? Hast du ihn noch nicht? Doch. Aber es ist unglaublich, dass man so lange da hängt. Du musst den rechten Weg finden. Den rechten, oder was? Weiß ich nicht. Vielleicht war das auch nur toll. Der rechte war schon mal richtig? Nice. Oh, er hat den rechten genommen. So, was ist das hier? Er cheatet, ich sehe es genau. Er cheatet und schafft's nicht. Aber richtig gecheatet. Er cheatet. Fällt direkt rechts raus oder so. Schaffst du, oder? Wirklich so. Er cheatet noch mehr. Ich bin das ganze Ding gefahren, weißt du, und er cheatet einfach. Scheißegal, Alter. Das ganze Ding bin ich gefahren. Oh, schade, Tommy findet nicht den richtigen Weg. Das wäre grad bei Paco bloß. Und Paco schafft's nicht. Tommy auch nicht, der findet nicht den richtigen Weg. Mies! Er ist nicht auf dem rechten Weg, Freunde. Er ist nicht auf dem rechten Weg. Leute, guckt bei Fresh vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao! Saying goodbye.